Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt von mir und zwar geht es um genau das. Ich habe mich da jetzt mit Absicht provokant vorgesetzt, damit man nicht gleich alles sieht, aber ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Schaut selbst. Das ist ein Projekt, welches ich für jemanden angefertigt habe und hoffe, dass diese Person damit sehr, sehr glücklich sein wird. Ja, wie ich das Ganze gebaut habe, das kommt jetzt. Viel Spaß dabei. Zunächst habe ich mir Material besorgt, habe mir das denn jetzt zurechtgesägt. Aufgrund meiner begrenzten Möglichkeiten habe ich das Ganze nicht auf Gärung zugesägt, sondern eben halt werde das Ganze auf Stoß montieren. Diese Konstruktion mit Undercover Jigs befestigen und wie das so aussieht, folgt in den nächsten Minuten. Ich habe jetzt hier weißes Kunststoff. Da werde ich jetzt das Logo raufkleben, natürlich wieder mit dem Sprühkleber. Das Ganze lasse ich jetzt nur mit ablüften. So, nachdem das jetzt ein bisschen abgelüftet ist, werde ich jetzt das mal aufbringen. Jetzt werde ich das Ganze hier aussägen. Dazu will ich ja eigentlich nur das W haben, das Matte oder beziehungsweise das, was nachher beleuchtet wird. Das wird hier auch noch rausgesägt und dieser weiße Rahmen. Das Logo ausgesägt und das wird anschließend auf das Plexiglas verklebt und dann hier eingearbeitet. Ja, während ich jetzt mich dazu entschlossen habe, das Logo noch mal zu lackieren in Weiß, bringe ich jetzt hier den Werder Bremen Schriftzug auf und das gleich wieder mit dem schön Sprühkleber. Ich habe das jetzt mal 5 Minuten anziehen lassen. Ja, wie man hier sieht bei der Schrift, da werde ich nachher etwas stehen lassen, weil es wird ja nur die Schrift ausgesägt und wenn ich jetzt zu weit hier an der Kante komme, dann würde das hier wegbrechen. Das heißt, ich muss hier so ein bisschen was stehen lassen. Ich denke mal, ich werde diese Nasen wegsägen und das Ganze so ein bisschen anpassen. Ich habe jetzt ja den Schriftzug aufgetragen und trocknen lassen. Jetzt fange ich an, ein Loch zu bohren, damit ich anfangen kann, die Schrift auszusägen. Dazu verwende ich jetzt einen 6 mm Holzbohrer. So, fangen wir schon mal mit den ersten beiden Buchstaben an. Ich verwende hier von Wolfcraft das Sägeblatt 2383 und über die Maschine braucht man nicht viel sagen. Das ist eine Bosch PST Pendelhub Stichsäge. Also eine ganz normale Stichsäge halt. Thank you.
Der Werder Bremen Schriftzug ist ausgesägt. Ich werde jetzt das Papier hier entfernen. Das Ganze mal ein bisschen abschleifen, schauen, wie sich die Schrift dann macht. Und gegebenenfalls noch etwas nacharbeiten, denn das Papier, was jetzt hier so durch das Sägen ausgefranst ist, stört die Ansicht momentan, um zu schauen, wo noch geschliffen werden muss. So weit, so gut. Der Ausschnitt ist raus. Die Raute und das alles soweit passt. Ich würde sagen, da können wir schon mal den nächsten Schritt machen. Ich habe jetzt die Seitenteile mit den Undercover Jig montiert und werde jetzt die Plexiglasscheiben einkleben und dann geht das mit der Beleuchtung weiter. Im nächsten Step werde ich den LED-Streifen montieren und einen Kippschalter verbauen. Dann werde ich noch eine Buchse anbringen, damit man den Stecker vom Netzteil auch an der Seite rausziehen kann oder von unten halt. Da bin ich noch am Überlegen, wie man es am besten löst. Ja, die Elektronik ist verbaut. LED-Stripe ist drin. Ich habe die Buchse verbaut und den Schalter. Alles soweit angeschlossen und funktioniert prima. Als nächstes werde ich die Kabel fixieren und dann kommt das Rückenelement drauf. Rückwand wird angeschraubt, sodass man im Fall eines Defektes das Ganze wieder zerlegen kann. Hier oben kommen gleich noch Halter rein, damit man das dann auch an eine Wand hängen kann. Aber bis es soweit ist, werde ich hier noch als erstes die Löcher vorbereiten für die Verschraubung. Ich habe jetzt die Löcher mit einem 3 mm Holzbohrer vorgebohrt und werde jetzt die Löcher senken, um anschließend dort Schrauben zu versenken. Nun werde ich meine Halterung anzeichnen. Sechzig Millimeter von den Außenseiten. Jetzt werde ich mit einem Forstnerbohrer circa 8 mm tief reinbohren und anschließend Plättchen drauflegen. Somit habe ich dann eine Halterung. Thank you.
Ja, ich werde jetzt mein Projekt mit Holzwachs W veredeln. Ich habe das einmal komplett schon durchgeschüttelt und trage das Ganze mal mit so einem Schwamm auf. Der Grund ist, ich möchte die Helligkeit dieses Holzes erhalten und die Firma PNZ hat mir das hier zur Verfügung gestellt, um zu testen, wie das jetzt so ja, funktioniert. Geschliffen habe ich das Ganze jetzt mit 120er Körnung. Wie man schon gut erkennen kann, hat das Holz mit dem Holzwachs recht gut harmoniert. Es ist immer noch hell, es ist nicht zu stark nachgedunkelt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und kann ich bedingungslos weiterempfehlen. So, jetzt werde ich die Raute hier aufbringen. Das Ganze wird verklebt mit Epoxidharz, zwei Komponenten. Und damit fangen wir jetzt mal an. Jo. Ja, während ich die Dekoration ja gebaut habe, kam eine Anfrage oder kam die Frage auf, woher ich das Logo habe. Ich habe bei Google Werder Bremen Logo eingegeben. Und dann nach Lizenzen gefiltert und dort war ein Werder-Logo abgebildet, welches lizenzfrei zur Veränderung zur Verfügung gestellt wird. Dieses habe ich genommen. Die Schrift, die habe ich mit PaintShop bearbeitet, beziehungsweise gibt es einen Schriftfont, den blende ich unten nochmal ein. Den habe ich genutzt und habe den etwas vergrößert, damit man das Ganze auch aussehen kann. Ich war gerade in Bremen und habe der Agatha, die eine Gaststätte führt, das Werder Bremen oder die Werder Bremen Dekoration übergeben. Hier ein Bild. Nochmal recht herzlichen Dank, Agatha, für den kleinen Auftrag und ich wünsche dir viel Spaß mit der Dekoration. Bis zum nächsten Mal.